Ah, super. Mr. Netsch! Geh weg! Was tust du da? Ich will es nicht wissen. Ich gehe einfach hier hoch und gehe dir somit aus dem Weg, aber dahin ist noch einer. Ich habe das Gefühl, sie sind überall. Moment, das waren eigentlich die Klippenläufer, die überall sind. Aber ich sehe keine Klippenläufer. Ich hab doch gesagt, die sind überall. Nee, das sind Schlammkrabben. Ich will gar nicht nach Gnamok. Nee, wir bleiben jetzt hier. Das ist doch auch schön. Ja, bitte. Was wollt ihr? Ich hätte einfach so tun sollen, als gäbe es diese Quest gar nicht. Ist das da vorne schon das brütende Etwas? Nordöstlich. Es ist eine Netschkuh und ein Bulle, den wir töten müssen. Nö. Okay, du bist es nicht. Egal, du lässt dich trotzdem unter Wasser. Mal ein bisschen abkühlen. Hinten. Nicht, wenn du ausweichst! Ach, komm schon! Nicht ausweichen. Das ist böse. Du bist generell böse. Dass meine Levitation weg ist, ist auch böse. Aber du bist zu weit weg, um näher zu kommen. Also ist das alles okay. Alles ist okay. Ja, ihr habt einen Zuchtnetsch getötet. Bist du die Kuh? Ah, ich brauch Mana, ich brauch Mana, ich brauch Mana, ich brauch Mana. Mana, 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 wo bist du? Natürlich bewegst du dich jetzt. Ich will dich doch nur abknallen. Mit meiner nicht vorhandenen Rotflinte. Klippenläufer! Ja, sieht so aus, als bist du auch hier, Dingsy. Waren das jetzt die beiden? Warte, mein Tagebuch habe ich nicht aktualisiert. Nein. Klippenläufer, komm her. Munter mich auf. Ich bin gerade verwirrt. Klippenläufer. Klippenläufer. Mann, du brauchst aber lang, um zu reagieren, ne? Zur Strafe erstmal einen Feuerball in die Fresse schlagen. Hey! Klau meine Levitation nicht! Was soll das? Klippenläufer, was habe ich dir getan? Du bist auch noch erkrankt! Nein, er ist erkrankt! Erkrankt! Ist noch irgendwo?
Du da hinten vielleicht? Wenn du mal stehen bleiben würdest, dann könnte ich dich auch abschießen. Aber eigentlich ist die Kuh ja da vorne drauf gegangen, nach einem Ball. Und die beiden Brütenden haben nur Dings, 45 Leben. Warum auch immer eine Netzkuh, die am Brüten ist, weniger Lebenskraft hat als eine normale. Aber ich glaube, das waren die beiden. Ja. Kuh? Ich hab nicht gewählt. Ah, na. Diesen Umstand werde ich sofort... 60 Mana-Tränke habe ich noch. So, Kuh. Mäh. Es hat sich ausgemäht. Und dann sah sie sich aus levitiert. Egal. Gib mir deine... Behalt dein Leder. Ich will es nicht. Wo bringt mich jetzt ein Sivi hin? Aldrun oder Balmora? Noch könnt ihr Wetten abschließen. Balmora, okay. Es ist sogar gut. Sehr gut. Ja. Ja. Speichern. Ja, it's over 9000. Lese ich gerade in Skype, auch wenn der Satz irgendwie nicht passt, aber manchmal passt er auch. Und. Ja, mir doch egal. Es gibt erstmal einen Glückskicksspruch. Bohre den Brunnen, ehe du Durst hast. Was? Chicken hat Durst? Oh weh. Chicken, komm, ich kenne einen Ort, wo du ganz viel trinken kannst. Hier. Wasser! Ach, wie schön. Luftanzeige unter Wasser. Warum auch immer Befester der Meinung war, sie ins Girl nicht einzuführen. Beziehungsweise rauszunehmen. Warum? Befester, das ist ein Videospiel. Das ist nicht Real Life. Ich verstehe es nicht. Als Agonia ist man da voll overpowered. Man muss nicht drauf achten, ob man, ne? Wann und wie. Ich habe zwei Ringe der Liebe. Wann und wie einem die Luft ausgeht. So. Mister! Ich habe sie getötet. Zweimal. Dreimal. Viermal. Ja, die Netches sind also tot. Gute Arbeit, Chicken. Gib mir noch mehr Befehle. Es gibt in der Nähe von Dagonfell einen Totenbeschwörer, der sich selbst Sorgwied der Rabe nennt. Die Dunner verabscheuen Nekromantie und kann auch nicht gerade und... Was? Ich kann auch nicht gerade behaupten, dass ich viel davon halte. Wir müssen den Dunmann von Warnfell beweisen, dass die kaiserliche Legion die erste ist, die Totenbeschwörer ausrottet, damit die Dunmar euch noch mehr lieben und dem Kaiservolk noch mehr folgen, ne? Wo auch immer sie sich zu verbergen suchen, findet in der Nähe von Dagonfell einen Totenbeschwörer namens Sorgwied der Rabe. Ja, nein, den habe ich schon getötet. Und zwar in der einen Folge, wo ich euch gezeigt habe, wo die Maske von Klavikus viele zu finden ist. Sorgwied der Rabe ist tot. Gute Arbeit, Chicken. Ja, gute Arbeit. Hast du noch mehr Befehle für mich? Nein, ich habe keine weiteren Befehle für euch. Frag bei der Ritterprotektoren in anderen Festungen der Legion nach. Die da wären? abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Im März. Was? Pelagier-Festung in Pelagia? Da gibt es keine Queste, du Trottel. Es gibt nur noch in E-März was. Für uns. Aber auch egal. Gehen wir nach E-März. Und wie kommen wir am schnellsten nach E-März? Ich weiß es gar nicht. Ihr habt mich als eure Gesellschaft gewählt. Ihr ehrt mich.
Ach, ich habe noch Levitation an. Ich wollte so jetzt dramatisch wegfliegen. Ja, ich habe dich als meine Gesellschaft gewählt. Deswegen entferne ich mich jetzt von dir und... Was macht ihr da? Wie sie voll synchron laufen. Sie sind nicht Synchronschwimmer, sondern Synchronläufer. Wortwitz. Was war da jetzt ein Wortwitz dran? Das war eher eine Wortvertauschung von Tatsachen. Anstatt synchron zu schwimmen, laufen sie synchron. Es sei denn... Ich setze die Festung unter Wasser und wenn sie dann nochmal synchron laufen, sind sie Synchronschwimmer. Ja. Ich wollte jetzt wirklich mit dem Schlickschreiter reden und nicht mit dem Schlickschreinführer. Mann, was ist gerade los mit mir? Kann mir das jemand mal erklären? Ja, diese verdammten Netzspulen. Wir bieten euch einen besonderen... Ja, einen besonderen Ausflug. Erstmal nach Vivek reingehen, damit mich der göttliche Eingriffszauber nicht nach Pelagia bringt, sondern nach Remerz. Herz, Chicken, Herz. Ach, sie lernt es nimmer. Ich hätte auch einfach mit dem Boot fahren können, fällt mir gerade ein. Egal. So, die Frage ist jetzt... Wo? Ja, irgendwo neben Erz sind die... Garnison, ne? Der Falkenfalter-Legion! War das überhaupt das? Hier sind auf jeden Fall Leute drin. Hab ich... Ich hab noch mein Dings-Ding an. Mein Dings-Ding! Ihr wisst, was ich meine! Hier! Ne? Mein... Legionsoutfit, Uniform, bla bla bla. Mit wem muss ich reden? Mit wem muss ich reden? Oh, seid gegrüßt. Wie geht es euch? Wollen wir reden? Ja, reden wir, reden wir. Über was reden wir denn? Hast du vielleicht neue Gerüchte für mich? Ach, nur Unruhen in Cyrodiil. Egal, dann gebe ich dir einen Glückskeksspruch mit auf den Weg, Landorume. Wer Großes will, muss zuerst das Kleine tun. Ne? Habe ich irgendwas Kleines im Inventar? Ja, das gelbe Buch. Mit den Auflistungen der Ratsherren, die wir brauchen werden. Für die Hauptquest. Die wir schon sehr bald anfangen weitermachen werden. Anfangen? Wir haben schon damit angefangen. Freit! Was? Beförderung? Wieso wollen mich die Leute alle befördern? Ich habe nicht mal Befehle für sie getan. Die Kriegswappenträger behaupten, wir hätten keinen Anstand. Wer behauptet sowas? Salin Zareti. Der Name kommt mir gerade bekannt vor. Oh, ein Kriegswappenträger im Turm der Abenddämmerung in Geisterpforte behauptet, dass... Ach so, wir haben... Habe ich nicht für den letzte Woche dieses eine Schwert zurückgegeben? Sekunde mal. Ja, haben wir. Deswegen fällt mir der Name so bekannt. Deswegen ist der Name mir so bekannt vorgekommen. Im Turm der Abenddämmerung in der Geisterpforte behauptet, dass wir keinen Anstand haben. Geht und schlagt ihn in einem Duell von Witz und Poesie. Witz und Poesie. Wie lustig. Immer nur diese Unruhen in Cyrodiil. Egal. Markierungszauber! Wutschi! Mystik hat sich auf 52 verbessert. Wie sieht's eigentlich aus? Och.
Wieso habe ich 91 Alchemie? What did happen? Ich weiß es nicht. Ich müsste mehr Beschwörung benutzen. Und ich müsste vor allem mehr Mana haben. Egal. Gib mir doch halt Ruhe. Los. Go. Ladebildschirm. Wie sieht eigentlich meine Ausrüstung aus? Ah. Keine große Sache. Keine große Sache.